Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder Relaxationszeit. Heute sehen wir hier was wahrscheinlich viele Spieler noch nicht gesehen haben. Seit dem Patch 1.3 ist eine neue Karte im Spiel. Sie nennt sich Hinterland. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum habe ich die noch nicht gesehen? Wir waren auch sehr verwundert, wie wir auf dieser Karte gelandet sind. Der Jonathan Fatz, um den es hier in diesem Replay hauptsächlich geht, aus der Amazon Community, hat mich gefragt, hey, lass doch mal 10er fahren. Ja, oh, kein Problem, 2 10er ausgewählt und los geht's. Ich war in dem Moment quasi in Anführungszeichen der Kommandant des Platoons und ich hatte tatsächlich Großgefechte ausgewählt. Hinterland ist eine Großgefechtskarte, die mit 1.3 ins Spiel implementiert worden ist. Und ich habe wirklich die letzten Monate konstant gegrindet. Tier 7, Tier 8, Tier 9, Tier 7, Tier 8, Tier 9. Zwischendurch meine Spaßrunde Panzer 4H oder T50 auf Tier 5 und dann wieder Tier 7, Tier 8, Tier 9. Und so habe ich komplett vergessen, dass ich A, Großgefechte angeschaltet hatte und B, dass man die dann, wenn man aus Versehen mal Tier 10 auswählt, auch vielleicht gleich kommen. Der Dialog war so ungefähr folgend. Ey, was ist das denn? Okay, das ist Hinterland. Ja, und? Ja, es ist eine Großgefechtskarte. Oh. Das ist was? Ja, hier 30 gegen 30. Oh, okay. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Du? Nö, keine Ahnung. Ja, also stehen wir hier mit zwei Mediums und haben absolut keine Ahnung, was wir machen. Was ihr seht auf der Karte, unser Team ist massiv in diese Stadt oder Dorf vielmehr in der Mitte gefahren. Wenn man versucht, das auf der Karte zu beobachten, scheint das irgendwie eine erhöhte Ebene da irgendwie zu sein. Und wir standen hier außen, sind hier gespawnt und haben uns gedacht, Mensch, bleiben wir vielleicht doch mal ein bisschen passiv hier, weil erstens, wir wissen gar nicht, was da vorne auftaucht und zweitens, wenn die Stadt von allen Seiten vom Gegner umsingelt wird, ist vielleicht auch nicht so gut. Da kamen dann noch drei TDs dazu, die jetzt da oben auf C1 stehen. Und der Jonathan Fatz hat sich da gedacht, hey, fahr ich doch mal vor und guck mal, ob ich was für die finde. Und wie ihr seht, hat schon mal gar nicht so schlecht geklappt. Der erste ist gleich mal aus dem Leben gepustet worden. Ich würde euch jetzt echt liebend gerne mehr über diese Karte erzählen, aber ehrlich gesagt, ich habe sie selber noch nie gespielt und ich befürchte, dass es auch deswegen viele nicht tun, viele noch nicht selber erfahren haben, ob die 10, weil irgendwann mal die Großgefechte ausgestellt worden sind, weil damals glaube ich ja nur eine Karte im Spiel war, wie die Großgefechte auch ins Spiel implementiert worden sind. Da war es die Karte Nebelburg. Und wenn man dann Tier 10 das ein oder andere Mal fährt und immer nur Nebelburg bekommt und immer wieder und die Wahrscheinlichkeit war zu dem Zeitpunkt ja auch erhöht, kann man durchaus verstehen, dass man sich sagt, so jetzt möchte ich aber auch mal nicht jedes zweite Tier 10 Gefecht auf Nebelburg haben. Mittlerweile sind drei Großgefechtskarten im Spiel. Zwischendurch kam noch eine Karte namens Klondike dazu. Und aber ich denke mal, viele fummeln nicht allzu oft an ihren Einstellungen rum im Spiel. Und dann gerät das ein oder andere vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit. Kann ich auch verstehen. Und so, dass man dann tatsächlich einige Karten, die im Spiel sind, nie sieht. Zumal ja auch dazu kommt, dass viele YouTuber und Twitch, sogenannte Content Creator, die recht beliebt sind, tatsächlich ja auch sowas ein bisschen vorleben und so auch ein bisschen als Beispielfunktion fungieren. So, hier auf der Karte scheint unser Team immer noch durch die Mitte und auch über die rechte Seite vorzudrücken. Und unser Vorgehen hier auf der linken Seite der Karte scheint tatsächlich einigermaßen von Erfolg gekrönt zu sein. Es kommen immer wieder Panzer hervor, die sich von Jonathan Fatz hier spotten lassen. Die drei TDs machen dann Klick, Klick und nochmal Klick. Und dann fällt der Gegner eigentlich auch schon um mit drei 750 Alpha-Kanonen da so, für die man spottet. Was ihr oben seht am Bildschirm sind einmal das
12 oder 13 zu 2 steht. Und das heißt, unser Team hat schon 13 Gegner erledigt. Es sind also noch 17 über. Das Gegnerteam hat ja 2 von uns erledigt. Also eine sehr, sehr unausgeglichene Partie. Und dann die Prozentzahlen drücken die noch verbleibenden Strukturpunkte aus dem Spiel. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Schuss, den der Jonathan Fatz sich fängt. Und das zweite Mal das Munilager. Ist nicht so besonders schön. Aber um die eigene Schussleistung im Spiel geht hier beim Jonathan Fatz nicht. Sondern was er hier vorne wegspottet und jeder einzelne Gegner, der irgendwie sich mal angetraut hat, hier über die 1er- und 2er-Linie vorzulucken, wurde sofort von ihm aufgemacht und von 3 750 Alpha-Kanonen weggehustet. Mittlerweile sind hier noch 56% Strukturpunkte auf unserer Seite und 18% Strukturpunkte auf der Gegenseite. 18% Strukturpunkte. Und das ist mir in dem Moment aufgefallen, so, hey, Moment, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr vom Spiel abkriegen wollen, müssen wir mal vorfahren. Sonst wird das nichts. Und deswegen sehen wir jetzt wenigstens noch einen klitzekleinen Teil der Karte. Diese Karten, hier Großgefechte, sind 1,4 mal 1,4 Kilometer groß. Das heißt 400 Meter in jede Richtung größer als die größten bisher befahrbaren Karten. Und so wie es aussieht, ist diese Karte quasi auch fast überall komplett befahrbar. Also keine unsinnig hohen Berge, keine Riesenseen etc. Also schon, ja, sehr, sehr gut benutzbar, sagen wir mal. Ja, unser Team hat hier jetzt mehr als eindeutig die Oberhand und gewonnen. Und mein Resümee für diese ganze Nummer ist eigentlich, wenn ihr mal ein bisschen abwechseln wollt auf Tier 10, schaltet mittlerweile ruhig mal wieder die Großgefechte ein. Selbst wenn ihr sie vielleicht nach 2 Stunden wieder ausschaltet. Aber guckt euch mal an und traut euch was zu, weil wir hatten hier beide absolut keine Ahnung. Und gehen hier aber eigentlich mit einem ganz guten Ergebnis raus. Vor allem der Jonathan Fatz hier. Skandalöserweise nur eine erste Klasse, aber ein Wachposten sowie ein Aufklärer. Das heißt, schon mal 2 schicke Medaillen mitgenommen für über 12.000 Spotting-Schaden, den er hier erledigt hat. Plus 1.600 selber geschossen und noch 2 Kills. Also für keine Ahnung, was man da auf der Karte eigentlich tut, absolut in Ordnung. Steht natürlich unangefochten ganz oben an der Liste. 12-23 Base XP. Ich würde mal sagen, hätte er noch irgendwie einen Clip mehr anbringen können, hätte er definitiv einen Panzerass gehabt. Aber der TVP ist halt doch recht beliebt, auch bei recht guten Spielern. Deswegen leider nur erste Klasse, aber kann man doch auch so hinnehmen. Aufgrund dieses massiven Spotting-Ergebnisses ein sehr, sehr schönes Ergebnis, auch Credits nach Credits. Und eine Runde, die sich einfach sehr schön sehen lassen kann. Vielleicht ein bisschen Werbung für Großgefechte. So, danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt und wir sehen uns nächste Woche. Adios!